Sie werden nicht lachen. Es ist ernst. Gestern ist es also passiert. Nachdem rund um die Ukraine wochenlang russische Truppen aufmarschiert sind, hat Wladimir Putin gestern einfach das Nachbarland besetzt. Davor hat er in einer TV-Ansprache an die Nation von historisch begründeten Gebietsansprüchen geredet, die ihn zu diesem Schritt veranlasst hätten. Und so gesehen muss man ja nur hoffen, dass Alexander Van der Bellen nicht plötzlich auch historisch begründete Gebietsansprüche durchsetzen möchte. Die Europäische Union hat jedenfalls in seltener Einigkeit rasche Sanktionen gegen Russland beschlossen. Und Deutschland hat außerdem das Projekt Nord Stream 2 auf Eis gelegt, noch bevor es in Betrieb genommen werden konnte. Was die russischen Gaslieferungen insgesamt betrifft, hat Österreichs Bundeskanzler allerdings beruhigt. Selbst bei einer Nulllieferung ist Versorgungssicherheit garantiert. Bis in den April hinein keine Wohnung wird nach Einschätzungen und der Garantie des Energieministeriums in Österreich kalt sein. Aber warum hat russisches Erdgas eigentlich eine so große Bedeutung? Wenn Ihnen dieses Geräusch vertraut vorkommt, dann wohnen Sie vielleicht in einem der rund 1 Million österreichischer Haushalte, die mit Gas geheizt werden. Das heißt, dass für Sie das Heizen in diesem Winter erheblich teurer geworden ist. Generell haben die Energiepreise ordentlich angezogen. Und wenn die Preise noch mehr anziehen, muss man sich bald auch in der Wohnung mehr anziehen. Diese Entwicklung hat nicht nur mit der Inflation zu tun, sondern vor allem mit der Ukraine-Krise. Russland exportiert ja alles Mögliche nach Österreich. Durchgeknallte Oligarchen mit Nebenwohnsitz im Swarovski Flagship Store, hochsympathische Tanzjurorinnen, Millionen an Sputnik-Impfdosen, Wodka in gläsernen Maschinengewehren und nicht zuletzt Gas, sehr viel Gas. Österreich bezieht 80% seines Gasbedarfs aus Russland. Das wird aber hauptsächlich nicht zum Heizen oder Kochen verwendet, sondern in der Industrie und für die Stromerzeugung. Zum Beispiel aus diesem hier, dem Gaskraftwerk Mellach. Also nur damit Sie nicht heute ins Bett gehen müssen, ohne ein Foto vom Gaskraftwerk Mellach gesehen zu haben. Wenn die Gaspreise steigen, wird also auch der Strom teurer. Und gestiegen sind die Gaspreise deswegen so massiv, weil seit letztem Herbst deutlich weniger aus Russland geliefert wird und die Speicher in Österreich und im Rest von Europa bedenklich leer sind. Es könnte mit der Gasversorgung also ziemlich eng werden. Dann würde es bedeuten, dass zwar nicht die Haushalte im Kalten sitzen, aber es würde bedeuten, dass einige Industriebetriebe gebeten werden, dass sie ihren Verbrauch reduzieren. Aber warum ist das russische Gas denn so knapp? Brauchen es die Russen ganz einfach selber, um das Unaussprechliche zu kochen? Nein, schuld an den Lieferengpässen ist nicht der russische Gasherd, sondern der russische Krisenherd, die Ukraine. Zumindest liegt der Verdacht nahe. Hier sehen wir die Pipelines, die russisches Erdgas nach Europa liefern. Wichtige Leitungen verlaufen dabei durch die Ukraine. Verschiedene EU-Politiker und Fachleute vermuten, dass Russland das Gas seit Monaten absichtlich drosselt, was Russland vehement bestreitet. Der Chef der Internationalen Energieagentur IEA hat diesen Vorwurf zuletzt aber unterstrichen. Russland könnte bis zu einem Drittel mehr Gas durch bestehende Pipelines leiten. Das derzeitige Speicherdefizit in der EU ist weitgehend auf Gazprom zurückzuführen. Damit könnte Russland gleich mehrere Taktiken verfolgen. Erstens hat der Kreml durch die Abhängigkeit der EU von den Lieferungen ein praktisches Druckmittel. Das Kalkül dahinter dürfte sein, dass die EU im Ukraine-Konflikt verhaltener agiert, wenn Putin jederzeit den Gashahn abdrehen kann. Zweitens wird nebenbei die Ukraine ausgehungert, wenn weniger Gas durch die Pipelines fließt. Ja, die Ukraine kassiert nämlich sogenannte Durchleitungsgebühren, bisher immerhin rund 1,4 Milliarden Euro pro Jahr. Und nicht zuletzt geht es Wladimir Putin um seinen großen Traum, dass Nord Stream 2 endlich in Betrieb geht. Nord Stream 2 verläuft durch die Ostsee, von Russland nach Deutschland, parallel zu Nord Stream 1, das schon länger in Betrieb ist. Seit September 2021 ist die neue Pipeline fertig. Mit ihr könnte Russland genug Gas transportieren, um die Ukraine komplett zu umgehen. Eigentlich wollte Russland mehr Gas nach Europa verkaufen, über die neue Unterwasserpipeline Nord Stream 2. Die Pipeline soll aber nicht in Betrieb gehen, das ist Teil der Sanktionen. Den USA wird das recht sein. Sie wollten Nord Stream 2 schon immer verhindern, weil sie lieber selbst flüssig Gas nach Europa verschiffen möchten.
Europa ist dagegen vom russischen Gas abhängig und hat lange Zeit Angst gehabt, sich mit diesem Druckmittel selber zu schaden. Das hat noch vorletzte Woche beim USA-Besuch von Deutschlands Kanzler Olaf Scholz dazu geführt, dass dieser im Gegensatz zu Joe Biden kein einziges Mal das Wort Nord Stream 2 in den Mund genommen hat. Ja, kleiner Tipp für den nächsten Spieleabend. Wer als erstes Nord Stream 2 sagt, verliert. Das ist ein ganz großer Spaß für die ganze Familie. Und der Interessenskonflikt für Europa ist noch viel komplizierter. So sitzt beispielsweise der deutsche Ex-Kanzler Gerhard Schröder neuerdings im Aufsichtsrat von Gazprom. Die Gazprom wiederum hat in Europa ein hochkomplexes Netzwerk an Tochterfirmen aufgezogen, dessen Zentrum übrigens Wien ist, wo wiederum die OMV, ein teilstaatlicher Betrieb, viel Geld in den Bau von Nord Stream 2 investiert hat. Umso bemerkenswerter ist es, dass diese Woche Nord Stream 2 tatsächlich auf Eis gelegt worden ist. Wenn nämlich Europa den Spieß umdreht und selber den Gashahn zudreht, ja, tut das Russland durchaus auch weh. Die Gazprom hat einen Jahresumsatz von 108 Milliarden Euro und beweist so, dass man auch mit Gas Kohle machen kann. So sind beide Seiten, Russland und die EU, auf den Handel mit Gas angewiesen. Und kurzfristig gibt es auch für Österreich keine Alternativen. Österreich braucht russisches Gas. Ob das für die Zukunft so schlau ist, das kann man jetzt tatsächlich hinterfragen. Europa hat es leider verabsäumt, schneller auf Alternativen und erneuerbare Energien zu setzen und sich aus der Abhängigkeit vom russischen Gas zu befreien. Dieser Umstieg wird auch mit höheren Kosten verbunden sein. Somit gilt für die EU das Gleiche wie für Putin: runter vom Gas.